Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Ab heute gibt es den neuen Epilog für den DLC, wo man dann ganz am Ende ein besonderes Pokémon bekommen kann. Wie ihr das startet, ihr geht erstmal zum Poképortal, zum Geheimgeschenk und dann könnt ihr per Internetempfang, glaube ich, ein besonderes Item abholen. So, Verbindung mit Internet wird aktiviert, wird nach Geschenk gesucht. TM? Was? TM 223? Das ist es eigentlich nicht, aber ich nehme das trotzdem mal an. Ah, jetzt klappt es. Okay, ich musste bis 15 Uhr warten. Ich habe Viertel vor schon angefangen, also hat das noch nicht geklappt. Auf jeden Fall, jetzt gibt es hier das Geschenk Mysteriöse Persifbeere. Und dieses Geschenk braucht ihr, um den Epilog starten zu können. Wichtig sei gesagt, um ihn auch wirklich starten zu können, müsst ihr sowohl Kitakami komplett abgeschlossen haben mit Postgame, als auch hier in der Terra-Kuppel die Main Story. Also beide DLCs basically durchgespielt und im Kitakami, glaube ich, auch noch irgendwas mit Postgame gemacht haben. Und dann könnt ihr das hier auch wirklich benutzen. Erhalten könnt ihr schon vorher, aber benutzen dann erst, wenn ihr das gemacht habt, was ich gerade gesagt habe. Genau. So, ich weiß aber nicht genau, wo wir dafür hin müssen mit dem Item. Das werde ich dann jetzt erstmal herausfinden. Obwohl, eine Sache würde mir einfallen. Und zwar, dass wir nach Kitakami gehen. Und dann, wie man im Trailer gesehen hat, vielleicht im Gefährtenplatz. Übrigens, für die, die es interessiert, was hier in der Persifbeere draufsteht. Wo ist die? Ja. Eine sehr erlesene Persifbeere mit unvergleichlichem Glanz. Es heißt, dass ein von Experten sorgfältig gepflegter Baum alle paar Jahre nur eine hervorbringt. Ich weiß übrigens nicht, wie lange die erhältlich ist. Denn, naja, das ist halt ein Geheimgeschenk-Item. Und das kann dann irgendwann sein, dass man das nicht mehr bekommen kann. Und das wäre natürlich schade. Weil man kriegt ja als Belohnung ein Pokémon. Das wäre natürlich blöd, wenn man das dann nicht mehr bekommen könnte. Muss ich hier mitreden? Nee. Okay, dann ist hier doch falsch. Ja, dann mache ich mich eben schlau. Okay, ich habe es herausgefunden. Wir müssen einfach nur zum Marktplatz und da mit der Verkäuferin sprechen. Mehr müssen wir auch nicht tun. Ich dachte, das müssen wir da hinten machen. Aber nope, hier geht es dann direkt los. Keine Ahnung, wie lange der Epilog geht. Wir werden einfach schauen. So lange wird das schon nicht gehen. Und wenn wir den dann durch haben, machen wir dann wieder die Liga AG weiter. Aber jetzt heißt es erstmal willkommen! Hä? Zwischen all den Haushaltswaren liegt ein verstaubter Gegenstand. Er verströmt einen extrem süßlichen Geruch, den ich über meinen Helm riechen kann. Hä? Hat sich da nicht eben was bewegt? Ring, ring. Oh, wir werden direkt angerufen. Hallo. Maike, hi, ich bin's Pepper. Mir ist da so einiges zu Ohren gekommen. Erst eine Exkursion und dann ein Schüleraustausch. Du hast ein ganz schönes Abenteuer hinter dir, was? Ja, nichts Besonderes, ne? Langweilig und so. Ach komm schon, das meinst du doch nicht ernst. Bei mir musst du dich nicht so cool wirken lassen, ja? Schon krass, was alles passiert, seit du an unsere Akademie gekommen bist. Wie sieht's denn gerade bei dir aus? Hast du noch viel um die Ohren? Falls du Zeit und Lust hast, also wirklich nur, wenn du willst. Ich dachte, ja, ich könnte mal bei dir zu Hause reinschneiden. Aus einem bestimmten Stund. Willst du irgendwas von mir? Nö, einfach so. Beste Freunde besuchen sich ab und zu gegenseitig zu Hause, oder? Gut, dann ist es entschieden. Du wohnst in Cucharico, richtig? Ich treffe dich dann vor deiner Haustür, ne? Bis später. Vor meiner Haustür? Der Schatz von Zone 0. Bonus-Episode. Die Mo-Mo-Manie. Oh Mann. Hi. Hallo, schön, dass du reinschaust. Gibt's hier sonst nichts? Doch, Kleidung kannst du kaufen. Kleidung? Aber nichts Neues, oder? Nee, also. Nicht, dass ich wüsste. Und ja, falls ich noch nicht gesagt haben sollte. Ja, ich habe diesen neuen Hut. Das ist der, was war das, der Ultrahelm, glaube ich? Muss kurz nachschauen. Ne, Powerhelm. Ultrahelm war was anderes. Okay, ja, wir der Powerhelm von X und Y. Und ja, ich schätze mal, wir sollen jetzt wirklich einfach zurück nach Hause. Verstehe zwar nicht genau, warum,
aber meinetwegen. Da hinten wohnen wir in Kucharico. Momomani heißt die Mission. Wusste ich auch nicht, wie die hieß. Aber jetzt wissen wir's. Fliegen wir da einmal schnell hin. Und finden heraus, was er jetzt eigentlich so von uns möchte. Ich frage mich, ob er alleine kommt oder ob das hier eine Falle wird. Vielleicht ist es eine Falle. Es ist eine Falle, oder? Egal. Steppen wir direkt mal rein. Oh. Oh. Sind alle da? Hey, Michael! Oh, ja, hi. Hehe, ich war so frei, mich selbst einzuladen. Dieter. Oh, da seid ihr alle. Sorry, Michael. Die zwei waren in der Nähe, als ich mit dir telefoniert habe und ja, den Rest kannst du ja denken. Es wäre ja wohl total unfair, wenn du sie allein besuchen dürftest. Ist doch viel lustiger, wenn die ganze Truppe versammelt ist. Das siehst du vielleicht so, aber sich einfach selbst einzuladen ist eigentlich nicht so cool. Ah, mach dir keinen Kopf. Ist okay. Ah, wenn du das sagst. Ja, gehört, ihr zwei Nervensägen. Wir zeigen uns heute von unserer besten Seite und bereiten der Mutter von Michael so wenig Umstände wie möglich, claro? Ist gebongt. Mich brauchst du gar nicht angucken. Okay. Was ist denn heute dein Plan, Pepper? Warum lädst du uns ja eigentlich ein? Genau dann, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Unglaublich, dass wir so ein Fest mal aufgetischt bekommen haben, obwohl wir unangekündigt hier aufgetaucht sind. Ah, deine Mutter kann echt verflixt gut kochen. Hut ab. Total, und dann ist sie auch noch so hübsch, dass es einem glatt die Sprache verschlägt. Was? Hallo? Meine Mutter lässt bitte in Ruhe? Ich war so happy, dass sie sich sogar an mich erinnert hat. Hihi. Dein Zimmer ist auch eine andere Hausnummer. Viel größer als die an der Akademie. Nur die Einrichtung ist vielleicht etwas zu niedlich für meinen Geschmack. Hm? Oh, eine Nintendo Switch. Du musst mir unbedingt mal deine Spiele zeigen. Ich würde niemals eine weiße Nintendo Switch holen. Ist ja, weiß ich nicht. Sieht man doch die Katze an der Docking Station vor allem. Irgendwo, das sieht auch ein bisschen aus wie eine PS5, ne? Egal. Oh, dieses Plüschraffel sieht unheimlich fluffig und weich aus. Ich will es knuddeln, sofort. Hey, seid ihr da auch alle satt geworden? Ich könnte euch noch ein paar Snacks bringen. Ich meine schon, hot. Snacks? Snacks? Das ist wirklich nicht nötig. Wir wollen ihnen nicht noch mehr Beistände Umstände bereiten. Darum musst du dir doch nun wirklich keine Sorgen machen. Ihr würdet mir nur Umstände bereiten, wenn ihr euch nicht wie zu Hause fühlen würdet. Na gut. Ah, da fällt mir ein, es ist ein Brief für dich gekommen, Maike. Von jemandem namens Joe? Sagt dir der Name irgendwas? Ja. Achso, wie schön, dass du so viele Freunde hast. Ja, bitte. Dann gehe ich mal ein paar leckere Snacks für euch vorbereiten. Das heißt, ihr geht eben Lied einkaufen? Warten Sie, ich helfe Ihnen! Mit einkaufen, yeah. Irgendwer muss auch den Chip da in den Einkaufswagen bringen. Ich komm auch mit. Mann, Maike, du kannst dich echt glücklich schätzen, so eine tolle Mutter zu haben. Ach ja, der Brief. Willst du nicht lesen? So, ja, ich habe einen Brief bekommen. Lieber Maike, alles klar bei dir? Ich habe mir eine Auszeit von der Akademie genommen und bin jetzt auf Heimaturlaub in Midoriya. Meine Schwester ist auch hier. Hättest du Lust, uns nochmal in Kitakami zu besuchen? Immerhin haben wir uns seit der Sache im Höhlensystem nicht mehr gesehen. Du kannst gerne deine Freunde aus Paldea mitbringen. Ich habe genügend Tickets mitgeschickt. Hanna würde sich bestimmt auch freuen, dich wiederzusehen. Hä, wer ist dieser oder diese Joe? Seid ihr befreundet? Ja, sowas in der Art. Er war mein Champ. Ich habe ihn zerstört. Sowas in der Art? Warum da... Ach, das geht mir eigentlich gar nicht an. Maike, Peppa, mach dich auf die größte Snackerei aller Zeiten gefasst. Wir könnten das alles niemals hochtragen. Ihr müsst also uns runterkommen und helfen. Ich wünsche, Nemila würde nicht immer so schreien. Schätze, wir müssen nach unten. Kommst du? Steht dir, Schätze? Wegen Schatz oder null, hi. Egal. Wieder alle sitzen. Uff, ich kriege kein bisschen mehr runter. Ich glaube, ich platz gleich. Hoffentlich war das nur deine sehr individuelle Art, dich für das leckere Essen zu bedanken. Au, lassen Sie mich beim Abwasch helfen. Danke für das Angebot, Nivila, aber das schaffe ich schon alleine. Amüsiert die Kinder euch lieber. Das ist super nett von Ihnen, danke. Immerhin hat Nivila einen Funken Anstand, das muss man ihr lassen. Im Gegensatz zu... Hä? Was denn?
Egal. Maike, wegen des Briefs vorhin, der kam aus der Kitakani-Provinz, oder? Hast du jetzt vor, dorthin zu reisen und dich wieder mit diesem Joe zu treffen? Ja, lass uns doch zusammen gehen. Was? Du fährst weg, Maike? Naja. Hä, wie? Hab ich was verpasst? Ja, kann man so sagen. Die Augen, so riesig. Was? Du hast hoffentlich keine Sekunde daran gedacht, ohne uns aufzubrechen. Der Champ einer Elite-Schule, diesen Joe muss ich unbedingt kennenlernen. Weil du gegen ihn kämpfen willst. Ist das so offensichtlich? Ich weiß nicht, fühlt sich so an, als würden wir uns schon wieder selbst einladen. Ach, dieser Joe meinte doch, dass Freunde gern mitkommen können. Darum auch mehrere Tickets. Die sind definitiv für uns bestimmt. Ja, oder? Ich bin noch nie mit Freunden verreist. Irgendwie aufregend. Ja, jetzt wo du sagst, wäre für mich auch das erste Mal. Es gibt immer ein erstes Mal. Wir sind alle aufgeregt. Oh, ich kann es kaum erwarten. Das wird absolut mega. Aber ich sollte besser kurz nach Hause Bescheid geben, dass ich verreise. Ne? So wie am Anfang von Gen 2. Ihr müsst euch doch bestimmt auch irgendwie vorbereiten. Also treffen wir uns aber später wieder. Ja, okay, noch ein Plan. Also wollen wir uns vor dem Südtor von Mr. Luna City treffen? Warum da? Naja, okay, wenn du uns die Umstände bereiten willst, okay. Na, alle gucken mich an. Seid ein bisschen gruselig, Freunde. Vielen Dank für alles heute. Ah, sind die drei schon heimgegangen? Ich bin froh, dass du so liebe Freunde gefunden hast. Und habe ich richtig gehört? Geht ihr gemeinsam auf Reisen? Das ist doch wunderbar. Passt schon auf euch auf und schreit euch nicht, ja? Danke, Mama. Ruff, ruff. Nicht so rough sein, okay? Maike, schön dich zu sehen. Du scheinst die freie Feldarbeit ja in vollen Zügen zu genießen. Damit du auch künftig viel Abenteuer lebst und ordentlich wächst, habe ich mir ein paar Rezepte für dich ausgedacht. So kannst du noch mehr Gemüse in deinen Speiseplan quetschen. Okay. Plus die Rezepte, um deinen Körper immer mit reichlichem Gemüse zu versorgen, ja? Nee, ich kaufe einfach Chips am nächsten Laden. Sorry, Mom. Wihi! Na gut. Ja, ich würde sagen, ich bin eigentlich schon ready, so. Mehr oder weniger. Ich kann eigentlich schon direkt abhauen. Yay. Deshalb tun wir das auch. Was haben wir gesagt? Mesa Luna City, ne? Diese Riesenstadt hier. Südtor. West. Ost. Nie ohne Seife. Ah, hier unten. Ah, da stand es auch gerade kurz. Genau. Begib dich zum Südtor von Mesa Luna City. Da, wo wir unseren, ich glaube, zweiten Kampf gemacht haben gegen die Mila. Das müsste so richtig sein. Ah, da. Wie NPCs stehen die da auch schon. Okay. Dun, dun, dun. Hey, wir sind hier drüben. Da hast du als auch als... Was? Hast du als Reiseproviant? Achso, was? Ach, ich kann nicht lesen. Was hast du denn so mitgenommen, Maike? Mann, wie oft denn noch, Dad? Ich bin mit Freunden unterwegs, nicht allein. Ja, ja, du musst dir keine Sorgen um uns machen. Wir sind alt genug. Komm mir nicht mit deinem Taha. Ich kann es nicht leiden, wenn du so am Helikoptern bist. Das weißt du. Ja, boah, ey. Wieso muss der immer so anstrengend sein? Hast du sein Okay gekriegt? Aber nur nachdem ich lang genug um seinen nervigen Gefasel gehört habe. Davon solltest du viel absorbieren, wie du nur kannst. Ja, vielleicht hast du recht. Gut, damit hätten wir uns also noch jetzt noch ein bisschen getötet. Und wir sind vollzählig. Checkt nochmal, ob ihr auch nichts vergessen habt. Wenn nicht, kann die Reise losgehen. Kitakami, wir kommen! Sie war einfach nur so in dieser einen Pose stuck. Auch lustig. Okay, ich weiß nicht, wozu das hin und her. Das war gerade ein bisschen random. Okay, die eine hat Probleme mit ihrem Dad. Okay. Das ist die Lore, Freunde. Das wird noch ganz wichtig. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Das brauchen wir nämlich auch für den Test später. Wow, das war's in Midoriya? Legt das an meine Nase oder riecht die Luft hier anders als in Paldea? Frag mich nicht, bei mir dreht sich alles. Sind wir schon da? Du hättest bei der Busfahrt nicht so viel auf dein Handy glotzen sollen. Aber ich musste doch den Empfang im Auge behalten. Es hat einfach nichts geladen. Sie musste unbedingt auf TikTok gehen. Oh, da seid ihr ja. Willkommen in unserem bescheidenen Dorf.
ich die Map laden muss. Hallöchen! Hoho, Hallöchen zurück! Ich bin der hiesige Verwalter. Jo, Joe hat mir schon von euch erzählt. Abgesehen von Maike besucht ihr alle Kitakami zum ersten Mal, hab ich recht? Ja, ich denke mal schon. Ja, so sieht's aus. Verstehe, verstehe. Wir freuen uns sehr über euren Besuch. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne im Gebäude hinter mir übernachten. Ich habe schon einige Betten für euch hergerichtet. Wow, einwandfreier Service. Oh, dann hoffe ich, dass ich euch hier bei uns rundum wohlfühlen will. Vielen Dank. Hat sich dieser Joe eigentlich inzwischen mal bei dir gemeldet? Bla 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 bla. Soll das ein Witz sein? Er hat kein Handy. Wie kann man denn heutzutage ohne Handy überleben? Bestimmt mag er seinen Alltag einfach unkompliziert. Sollen wir bei ihm zu Hause vorbeischauen? Vielleicht ist er ja da. Ja, Kitakami ist ein bisschen... Ja, ist nicht so futuristisch. Dann müssten wir zur Blaubeerakademie. Okay, triff dich mit Joe. Kein Problem, Joe ist da drüben. Da hinten, da wohnt der Dude. Der Junge. Oh, der hat auch noch sein neues Design. Und nicht sein altes Design aus Kitakami. Wo wir gerade sind, wir sind hier gerade in Kitakami. Ja, da steht er. Aber er sieht fröhlicher aus und netter als vorher. Hey, noch nicht gesehen, Maike. Danke, dass du extra hergekommen bist. Tut mir echt leid, dass ich dich nicht abholen konnte. Daheim geht's gerade runter und drüber. Ach, mach dir keinen Kopf. Soll ich nur das zweite Mal heute? Danke. Oh, bist du eigentlich alleine gekommen? Nee, das sind meine Bodyguards. Nein, ist sie nicht. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Emila. Maike hat erzählt, dass du ein echter Trainer bist. Hat sie das... Ich weiß nicht, ob... Rück ihm doch nicht gleich so auf die Pelle. Hi, ich bin Cosima. Lass uns das Kennenlernen ruhig ein bisschen langsamer angehen. Und ich bin Pepper, der beste Freund von Maike. Der allerbeste Freund. Na, das geht ja gut los. Ich heiße Joe, wie ihr sicher schon wisst. Maike und ich haben uns auf einer Exkursion angefreundet. Mal sehen, was noch? Ach ja, ich gehe auf die Blaubeerakademie. Zumindest normalerweise. Momentan nehme ich eine kleine Auszeit. Ach, wirklich? Das kann ich total gut verstehen. Ich habe mal was Ähnliches gemacht. Hey, Cosima, du Verräterin! Ich dachte, du wolltest das Kennenlernen langsam angehen, hä? Huh? Schon, aber irgendwie sind wir auf einer Wellenlänge. Konnte ich ja nicht ahnen. Da hast du ja eine bunte Mischung an Persönlichkeit mitgebracht, Maike. Aber deine Freunde sind auch meine Freunde. Und ich hoffe, dass ihr hier in Kitakami eine schöne Zeit haben werdet. Danke! Also, können wir jetzt kämpfen? Super, legen wir gleich los! Hä? Vor eurem Gemeindehaus sollte genug Platz sein. Auf geht's! War das gerade eine Herausforderung? Soll ich jetzt gegen sie kämpfen, oder was? Ja, viel Spaß. Blick. Oh Mann, als hätte jemand meine Schwester geklont. Eine Tyrannin reicht mir eigentlich. Ja, wäre möglich, dass dieser Joe gar kein so übler Kerl ist? Klar, was dachtest du denn? Sonst wäre er ja nicht mit Maike befreundet. Ja, das stimmt dann wohl. Wenn ihr es so sagt, Freunde. Wollen wir denen mal zuschauen? Komm, wir gehen mal zuschauen, was sie da so machen. Beim Gemeindehaus. Haben um die Ecke geslidet. Oh, hi. Mit wem rede ich denn jetzt? Dir? Hi. Ja? Ich glaube, es ist egal mit wem. Oder? Diese Nemila hat mich total platt gemacht. Wer genau ist sie nochmal? Sie ist meine Rivalin. Ah, du siehst sie als eine Rivalin an? Dann muss sie ja stark sein. Ich glaube, er ist neidisch. Das war klasse, Joe. Du hast dich echt gut geschlagen. Kein Wunder, dass du an deiner Elite-Schule als Champ gehst. Nein, das stimmt nicht mehr. Außerdem habe ich verloren. Ach, gewonnen, verloren ist doch völlig egal. Bei Pokémon-Kämpfen geht es ja nur um den Spaß. Ja, stimmt. So ist Nemila immer drauf. Man gewöhnt sich dran. Alles okay. Brauchst du ein bisschen Abstand von ihr? Hey, ich bin doch kein Monster. Überhaupt nicht. Das hat Spaß gemacht. Mega viel Spaß. Seht ihr? Der Blick. Hi. Gruselig, wie sie da steht. Was ist das denn? Hanna, alles klar bei dir? Was ist mit ihren Augen los? Oh,
Ma. Mama, Mama! Oh Gott, der nächste TikTok-Trend, was ist los? Mama, 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 Mama! Ist das deine Schwester, Joe? Willst du uns damit sagen, dass sie auch gegen mich kämpfen will? Nein, danach sieht es überhaupt nicht aus. Sorry, Leute, könnt ihr mir vielleicht dabei helfen, sie von hier wegzutragen? Dein Ernst? Wir sollen sie einfach wegtragen? Okay. Ich glaube, da ist ein Yokai in ihr drin. Was geht da ab? Hat bestimmt nichts mit der Persephone zu tun. Bist du sicher, dass du nicht bei deiner Schwester bleiben willst? Ja, das ist schon okay. Tagsüber passen Omi und Opi auf sie auf. Ich denke, sie haben sie vorhin nur einen Moment zu lange aus den Augen gelassen. Sorry, dass ich euch alle eingespannt habe. Schon okay, war ja total easy. Wie bitte? Bin ich die Einzige, die gerne eine Erklärung für das Ganze hätte? Ja, so ist Hanna normalerweise nicht drauf. Na, dann bin ich ja beruhigt. Sie ist bestimmt nur total aufgedreht, weil sie sich so darauf gefreut hat, euch alle kennenzulernen. Meinst du echt? Ja, deshalb tänzt sie so komisch umher und schreit die ganze Zeit Mo, bestimmt. Seit wann macht sie das, Joe? Ja, sie hat damit angefangen, kurz nachdem ich den Brief an dich weggeschickt hatte. Am Morgen darauf ging es los, einfach so. Also du meinst, heute Morgen? Ja, ihr habt recht, vielleicht steckt doch mehr dahinter. Die Leute im Dorf meinten schon, es sei ein Fluch oder so. Ein Fluch? Und plötzlich wird die Sache gruselig. Wie kamen die denn darauf? Ist so was schon mal passiert oder gibt's hier in der Gegend eine Legende, die von einem Fluch erzählt? Tja, ich weiß nicht. Da war nur diese eine Sache, als Mike hier war und die drei Gefährten besiegt und dann auch noch Okapon gefangen hat. Du scheinst dich hier in Kitakami ja ordentlich ausgedrückt zu haben, Mike. Hanna, es war eigenwillig, egoistisch und nimmt kein Blatt vor den Mund, aber ich hätte trotzdem gerne meine normale Schwester zurück. Kann ich mir vorstellen. Wenn wir dir irgendwie helfen können, dann sag uns Bescheid. Aber, ja, wir helfen dir, sondern ein Quatsch wie Flüche glaube ich nicht. Solange ich gegen irgendwen oder irgendwas kämpfen kann, bin ich mit von der Partie. Seid ihr euch da wirklich sicher? Klar, wir sind doch Freunde und Freunde helfen einander. Jetzt die Hand schütteln und die Kamera lächeln. Wow, danke Leute, wirklich. Es wird schon dunkel, lasst uns damit morgen loslegen. Den Rest des Abends nutzen wir lieber für eine ordentliche Willkommensfeier im Gemeindehaus. Alles klar, jawohl, yeah, yippie. Okay. Dann, ihr quatscht mit miteinander, oder kann ich auch mit euch quatschen? Über natürliche Dinge wie Flüche gibt's nicht, denn sie sind wissenschaftlich nicht zu erklären. Deswegen machen sie mir auch keine Angst. Puh. Okay. Wenn ein Freund meiner besten Freundin in der Klemme steckt, ziehe ich alle Register. Okay. Probleme, die sich mit einem Pokémon-Kampf lösen lassen, bereiten mir keine Sorgen. Du immer mit deinen Kämpfen. Und du? Du hast echt tolle Freunde. Das macht mich glatt neidisch. Oh, sorry. Du meintest, ich soll sie mitbringen? Kann ich ja nichts für. Dann muss halt nächstes Mal sagen, bring bitte keine Freunde mehr, ich werde neidisch. Na gut, wir sollen hier im Gemeindehaus wieder schlafen. So wie wir es im ersten Kitakami DLC gemacht haben. Oh, wir teleportieren uns einfach alle hier. Okay. Die Musik ist aber cool. Ich habe uns Getränke besorgt! Ah, Zucker und Kohlensäure für die Lieblingskombi! Hast du den Gemischtwarenladen gefunden? Ja, war kein Problem, ist ja gleich um die Ecke. Weil niemand da war, habe ich das Geld einfach auf den Tresen gelegt. Ist das okay? Klar, das machen wir alle so. Die alte Dame in den Laden füllt es manchmal kurz weg. Mann, in Paldera war das völlig undenkbar, wird man verhaftet für. Halt, was hast du da im Mund, Nimila? Hast du dir etwa ohne uns einen Snack reingezogen? Naja, da lag ein einzelner Mochi unter einem Schild mit Kostprobe drauf. Dazu kann ich schlecht Nein sagen. Hey, Joe, kann man in diesem Fenster Fernseher auch rumschalten? Hier läuft die ganze Zeit so ein Infovideo vom Dorf in Dauerschleife. Werbung zum ersten DLC. Leider nicht, der Verwalter hat die Fernbedienung versteckt.
Okay, na dann suchen wir das Ding, damit wir uns einen Film reinziehen können. Oder so, keine Ahnung. Es muss ja irgendwo im Geheimhaus irgendwie eine versteckte Fernbedienung geben, oder? Und darüber habe ich bisher nicht mal nachgedacht. Ich bin dabei, aber nur wenn wir auf diesem Riesenbildschirm auch ein paar Spiele zocken. Super, wir haben eine Mini-Version der Schatzsuche. Teilen wir uns auf und suchen die Fernbedienung. Lieber nicht. Ach komm, sag keine Spielverderberin. Den Verwalter wird das bestimmt nicht jucken. Wenn du meinst. Na gut, dann bleibt noch eins festzulegen. Wer die Fernbedienung zuerst findet, darf die Firma suchen. Hey, nicht so schnell, Joe. Frühstart gilt nicht. Sag einfach nichts. Geht's dir gut? Hat der Mochi nicht so gut geschmeckt? Der Mama Mochi? Such die Fernbedienung. Okay. Ein paar Tablets? Oh, nee, ernsthaft? Nanu, da ist was im Topf versteckt. Eine Fernbedienung. Wow. Krass. Wow. Grrr. Sieht aus, als dürftest du entscheiden, was wir uns angucken. Ja. Wir werden uns jetzt den ganzen Pokémon-Anime von Anfang bis Ende anschauen, in Dauerschleife. Klasse, Maike. Du würdest sicher eine gute Detektivin abgeben. Hey, Maike, du willst bestimmt auch viel lieber Videospiele zocken, oder? Ehrlich gesagt, ja. Wo steht eigentlich Nemila? Ist sie auf dem Klo oder so? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe mich dort nach der Fernbedienung umgesehen. Bei den Zimmern war sie auch nicht. Vielleicht versteckt sie sich irgendwo, um uns gleich zu erschrecken. Sie geht nicht an ihr Handy. Du hast sie angerufen? Keine Sorge, Leute. Sie ist nur eine Poster und ist im Vent. Die kommt nicht wieder raus. Hätten wir dann nicht ihr Handy klingeln hören müssen? Ah, ja, stimmt. Mit Handys kenne ich mich zwar nicht aus, aber das bedeutet dann wohl, dass sie rausgegangen ist. Meint ihr echt, dass sie nach draußen gegangen ist, um nach der Fernbedienung zu suchen? Klingt seltsam, ist aber momentan die einzige Erklärung. Vielleicht hat sie ja was beim Laden vergessen? Hoffentlich hat sie das Dorf nicht verlassen. Da draußen kann es im Dunkeln gefährlich sein. Da sind richtig viele brutale Raupis und so. Das können wir nicht machen. Ja. Maike und ich werden uns im Dorf mal nach ihr umsehen. Ihr zwei bleibt am besten hier. Was? Aber nicht, dass wir sie am Ende verpassen. Wenn Emilia hier aufkreuzt, könnt ihr Maike einfach anrufen. Okay, das klingt logisch. Dann viel Erfolg und passt auf euch auf. Ja, wir stehen mir sagen, Wache. Dann gehen wir mal, Maike. Na gut, wenn das sein muss. Leute, dann werden wir wohl in der nächsten Folge Nemila suchen. Ich glaube, das wäre erstmal ein guter Start hier in diesen Epilog. Ich hoffe, ihr seid gehypt auf die nächste Folge. Yeah!